So, Freunde, und damit würde ich sagen, hallo, herzlich willkommen zum Qualifying. Nee, das war die falsche Taste, scheinbar. Auswählen, ich will keine. Ja, alles gut. Angeschaut, ja. Ah, guck mal, und schon können wir auf dem Arbeitsplatz und ins Qualifying von den Niederlanden. So, schauen wir mal. Also, wenn wir unter den ersten 15 landen, das wäre ja schon mal ein Träumchen. Mit unserem, naja, B-Team, würde ich noch nicht mal mehr sagen, C-Team. Keine Ahnung. Erste Saison. Schauen wir mal. Runde 5. Qualifying 1. Schauen wir mal, wie weit es uns nach vorne trägt. Und ob wir eventuell den Schwierigkeitsgrad dann nochmal hochschrauben müssen. Weil unter die ersten 10 gehören wir nicht. Eigentlich. So. Session-Info. Was sagt er denn? Das Wetter ist schön bei 21 Grad. Okay. Nein, bei... Ja, doch. Gut, wollen wir noch irgendwas ändern hier? Warte mal, wir könnten ja eigentlich mal in die Fahrzeugeinstellungen gehen und da mal versuchen, obwohl so viele Hochgeschwindigkeitspassagen gibt es hier eh nicht, ausgewogen, höherer Abtrieb oder höhere Spitzengeschwindigkeit. Ich würde es gerne einmal, obwohl, dann haben wir, wir sind im Parc Fermé. Ja. Ja, bleiben wir bei ausgewogen. Frei. Wir können loslegen. Jupp. Bleiben wir bei ausgewogen. So, ab auf die Straße. Wir nehmen wieder die fliegende Runde. Wir sind auf den Softs unterwegs. Strecke ist von gestern abgetrocknet. Das ist schon mal schön. Auf einmal geht's vorwärts hier, seht ihr das? Viel zu früh. Viel zu früh gebremst. Perez oder wer du warst? Lass mich in Ruhe. Bin auf einer schnellen Runde. Mehr oder weniger schnell. Nur irgendwas Pinkes neben mir gesehen. Zu spät! Scheibenkleister, nein! Und auf die Strecke zurück und wen haben wir da? Stroll war es. Nicht Perez. Ja, da kann die nächste Runde nur besser werden, ne? Du stehst mir gerade
dezent im Weg. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Aber nur ganz dezent. Alter! Alter, was machst du? Dein Frontflügel hat etwas an. Ja, ich weiß. Um geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Hey! Alles gut bei dir? Ich habe noch nicht gelesen, was du geschrieben hast, nur dass du geschrieben hast. Ist das Benzin ausgegangen? So, jetzt bin ich bei dir. Überhol den doch. Fährst du in den Niederlanden? Ja, genau. Woher kennst du? Ja, sehr gut. Lies einfach später. ja, Niederlande, richtig, genau. Alles gut, das ist schön. Das freut mich doch. So, schauen wir mal, ob wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anheben müssen. Weil wenn wir mit unserem Team hier jetzt schon auf Platz 1 sind, dann finde ich nicht so präsent. Überhol den doch. Ja, wir sind im Qualifying-Team. Das kostet die Schäden am Wagen zu reparieren. Da ist das mit dem Überholen immer so ein bisschen... So, Zeiten. Oh, 0,16. Ja, gut, okay. Das passt. Wir könnten sogar noch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad anziehen. 15,7. Oder versuchen einfach nochmal eine schnelle Runde zu machen. Warte mal. Ich würde aber gerne auf den anderen Reifensatz mal zurück. Warte mal zurück. Auf den anderen Reifensatz. Achso, sind wir schon. Auf den ersten, der schon ein bisschen was runter hat. Okay. Dann ist er okay. So müssen wir jetzt nochmal raus. Nee, ne? Können wir eigentlich ablaufen lassen, die Zeit. Brauchen wir das Auto nicht. Imola. Imola müsste doch dabei sein, ne? Imola ist doch dieses Jahr dran. Das ist das neue 2020er. Also eigentlich müsste Imola... Nee, Mugello. Mugello sind sie gefahren, nicht Imola. Mugello müsste dabei sein. Nee, wo sind sie gefahren dieses Jahr in Italien? Doch, Mugello, ne? Auf der Heimstrecke von Ferrari. Da waren sie doch unterwegs. Imola. Imola. Oh, das weiß ich nicht, ob sie das... Kann ich dir das aber nicht sagen. Fehler, Treibstoffsystem. Momentan ein kleines Problem. Sieht so aus, als wäre irgendwas mit der Einspritzung. Wir sehen uns das an, aber wir werden ein paar Minuten beschäftigt sein. Das ist nicht schön. Alter, dann haben wir jetzt genau 2 Runden Zeit. Bevor die Zeit fürs zweite Crew abläuft.
Das ist nicht schön. Fliegende Runde. Los geht der Repeater. Q2 und die Autos fliegen. Sebastian Vettel ist vor uns. Was der vor uns will, weiß ich auch noch nicht, aber gut. Es ist wie es ist. Hä? Warum kann ich nicht schalten? Ah. Ging eben nicht. Runde. Bis jetzt. Benzin für eine Runde. Nein! Das hätte noch eine beste Zeit werden können. Wird es doch nochmal. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Ah, kein Treibstoff mehr, scheiße. Ach, ärgerlich. Das sah aber gut aus, ne? Die Runde gerade, die sah echt gut aus. Aber nachtanken bitte. Das ist ja gar nicht. Also es wären nochmal 2, 3, 4 Zehntel mehr gewesen auf der Uhr.
So, schauen wir mal, wie sich die Zeiten entwickeln. Vielleicht können wir den Reifensatz auch sparen. So, verpflichtende Reifen. Was hast du schon drunter? 6%, du hast 7%. Ja, dann bleiben wir auf den. Wir haben eine Sekunde Vorsprung auf dem Bottas. Also, eine Minute, 15, alles gut. Ab ins Q3. Kann ich jetzt hier? Nee, ne? Nee. Knappe Sekunde. Das ist Blödsinn. Das ist echt Unfug. Nein! Scheibentaster, falsche Taste erwischt. Ah! Kann ich jetzt nochmal KI? Ne, kann ich nicht hochstellen, schade. Ich hätte sie gerne nochmal auf 45 oder sowas hochgestellt. Weil wenn wir mit einem neuen Team eine Sekunde vor Bottas sind, dann passt das Verhältnis noch nicht wirklich. Ja, schade. Session Info. Alles gut. Na dann, machen wir mal eine schnelle Runde und holen uns die Paul, würde ich sagen. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Benzin für eine Runde. Zack, nochmal eine halbe Sekunde draufgelegt. Super, das war die schnellste Runde.
hängst dich zu sehr rein. Das erhöht deinen Getriebeverschleiß. Entschuldigung. So, manuell, aber im Gegensatz zum freien Training ist das doch mal eine Ansage gewesen jetzt, oder? Das sah doch schon mal ganz gut aus, denke ich. Alter Falter. So, würde ich sagen, starten wir morgen von Platz 1, also morgen in Game. Stimmt, ist nur, ne? War ein Unterschied, oder? Zum freien Training, das war ja nun mal semi-optimal, sagen wir mal. Session-Info. Da kommt doch keiner mehr dran. Ne? Dafür ist ja der Schwierigkeitsgrad viel zu leicht. 14, ja, hier, 1. Guck mal, über eine Sekunde auf den Hamilton. Das müssen wir dann nochmal fixen irgendwie. Das, aber das ist halt immer, du weißt es nicht, wie dir eine Strecke liegt. Weißt du? Die eine Strecke, da funktioniert, das ist hervorragend und du fährst den da, ja, fährst den um die Ohren. Auf der nächsten Strecke selbe Schwierigkeitseinstellung und du siehst kein Land mehr. Das ist. Na gut. Also, wir sind bei 20%, glaube ich, im Rennen. Das dürften so um die 15 bis 20 Runden sein. Habt ihr Lust? Wollen wir das Rennen noch hinten anschieben? Ja, ne? Also ich bin heiß. Ich hab Bock. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick Sekunde auf unsere Leclerc, Top 3. De Jong, Leclerc und Lewis Hamilton. Fürs erste Verabschieden.